Ich kann euch eine gute, du kannst auf die andere Seite, eine kleine Erfahrung erzählen. Ich kann auch eine kleine Erfahrung erzählen. Einmal war ich in Rumänien in Urlaub, ich komme von dort. Ich war hier auf Vakanzie in Rumänien, ich komme auch von da auf Vakanzie. Und ich musste etwas erledigen in einer Stadt, bevor ich Urlaub beginne. Ich tue jetzt reden in der Stadt, bevor ich Vakanzie von beginnen. Und dann sagte er, wir haben eine lokale Gemeinde nicht weit, vielleicht kannst du dort übernachten. Wir haben eine Gemeinde, das ist so weit weg, vielleicht können wir da übernachten. Ja, schön, nicht gegen die Geschwister, aber ich bin in Urlaub. Er hat viel Geduld für die Schwestern, aber ich bin auf Vakanzie. Ich brauche mal ein bisschen Pause. Ich habe ein paar Pause nodig. Ja, kein Problem. Kannst du gut schlafen, sie haben große Gebäude. Je kunt goed slapen, een groot gebouw. Und du sagst, du bist in Urlaub. En je zegt, ik ben op vakantie. Okay. Wir fahren dort am Freitag. We gaan er vrijdags heen. Und dann sagen sie, du weißt, dass wir Gottesdienst haben am Freitagabend. Je weet toch wel dat we vergadering hebben op de vrijdagavond. Und es ist logisch, du übernimmst der Predigt jetzt. En het is toch logisch dat jij de preek overneemt. Ja, mit der Versprechung, dass ich morgen dann gar nichts mehr mache. Met de belofte dat ik dan morgen niks meer doe. Das werden wir sehen. Dat zullen we zien. Okay, ich war froh, dass am Freitag nicht viele gekommen sind, weil es war abends spät. Ik was blij dat niet altijd veel mensen gekomen waren, want het was al laat op de avond. Aber die Leute haben gesagt, wir haben gehört, dass du kommst und deswegen sind wir extra gekommen. Normalerweise kommen wir nicht. Veel mensen hebben gehoord dat ik kwam en normaal gesproken komen ze niet, maar nu kwamen ze dus wel. Okay. Veel mensen. Gut, dann habe ich bis um spät gekommen. Dann, bis um spät gepredigt. Heb ik tot laat gepredigt. Und dann kommt der Sabbat. Und dann kommt der Sabbat. Und dann sagst du, weißt du, hast die Hauptpredigt. Und ihr weißt doch, dass ihr die Predigt kann tun. Sagte ich, kann jemand von euch, ich höre gerne. Ich kann nicht jemand von euch, ich lausche. Kann jemand von euch predigen? Nein, du musst das machen. Nein, jij moet dat doen. Okay, mach ich. Na gut, dann du. Also, aber wir haben Nachmittag eine Jugendstunde. Vanmiddag hebben we weer een jeugd. Und die Jugend haben gesagt, dass sie wollen dich unbedingt hören. En de jeugd wil per se jou horen. Okay, dann mache ich. Okay, dann tue ich das. Und dann haben sie gesagt, pass mal auf, im nächsten Dorf, wir haben Evangelisation. Let auf, volgende Dorf haben wir Evangelisation. Ich sagte, ja, aber das ist öffentliche Vorträge. Maar dat zijn dan publieke voordrachten. Ja, aber heute ist über die Zeichen der Zeit. Maar nu is het over de tekenen des tijds. Und das ist dein Lieblingsthema. En dat is van jouw Lieblingsthema. Also, de Wochenende ist vorbei. Het weekend is voorbij. Mit 5 Themen hinter mir. Mit wie viel? 5 Themen, weil ich war... 5 Themas verder. Ich habe die Story kurz gemacht. Am Sonntag ging es genauso weiter. Ah, Sonntag ging es wieder weiter. Ihr könnt etwas nicht wissen. Ihr könnt iets nicht weten. Ich habe so Energie bekommen. Ich habe so eine Energie gekriegt. Und so viel Kraft. Und auch so viel Kraft. Dass ich gesagt, lieber Gott, danke dir. Ich wollte mich ausruhen. Ich dachte, danke Gott, ich wollte mich so graag ein keer ausrüsten. Aber wenn du voll dabei bist mit Leidenschaft. Aber als du dabei bist mit Passie. Du bist nicht müde. Dann bist du nicht müde. Nur ab Montag, wo die Batterie leer war. Na, maandag was wel de batterij leeg. Dann war ich ein bisschen müde. Dann was es wel vorbei. So, wir haben noch ein Thema heute. We hebben nu nog een thema. Was ich bei euch interessant gefunden habe heute. Wat ik vandaag jullie interessant heb gevonden, vandaag. Wir haben hier Schlagzeug. We hebben hier een drumstel. Zum Glück gehört nicht zur Reformgemeinde. Gelukkig gaan we dat niet gebruiken. Aber niemand ist eingeschlafen, so wir müssten das nicht gebrauchen. Niemand ist geschlafen, hat es auch nicht nötig. So von daher, ich freue mich, dass ihr noch wach seid. Ich bin auch blij, dass wir noch einmal wach sind. Wir werden jetzt kurz uns befassen an das zweite Thema. Nun gehen wir weiter mit dem folgenden Thema. Und das lautet: der Pfingsten, die Gabe des Heiligen Geistes. Pfingsten, der Gift von Heiligen Geist. Ist schön, eine Gabe zu bekommen. Ist mooi, um eine Gabe zu kriegen. Ist schön, eine Gabe zu geben. Ist es auch mooi, um ihr Gift zu geben? Was bedeutet, wenn du etwas bekommst? Was bedeutet, als du etwas kriegst? Bist du froh? Bin ich blij? Je nachdem, was du bekommst. Hängt davon ab, was du kriegst. Ob du das geschätzt hast. Ob du das auch gewartet. Ob du das gewartet hast. Ob du gewartet hast. Ob du das gebrauchen kannst. Ob du es auch kannst gebrauchen. Dann bist du froh. Dann bin ich blij. Als ich klein Kind war. Als du ein klein Kind warst. Wir haben nicht. Ich komme von armen Land. Ich komme aus einem armen Land. Und ich wollte gerne Spielzeuge bekommen. Ich so graag ook speelgoed willen hebben. Aber ich habe sowas nicht bekommen. Maar ik kreeg zoiets niet. Und meine Oma, wir waren sehr arm. En ook de oma waren heel arm. Meine Oma hat gesagt, ich mache dir ein Spielzeug. En oma heeft gezegd, ik zorg voor een speelgoed voor jou. Und wir haben so Maiskolben gehabt. We hebben Maiskolben gehad. Sie hat die Kerne rausgenommen für die Hühner. Sie heeft de pitten eruit gehaald voor de kerk. Und von dort hat sie mir eine Puppe gemacht. En daar heeft ze een pop voor gemaakt. Aber ich bin boy, ich wollte etwas anderes, habe nicht eine Puppe. Ich habe die Puppe weggeschmissen, ich brauche sowas nicht. Ich heb zoiets niet nodig.
und sagte: Mama, kannst du etwas für mich malen? Mama, kann ich mich nicht von mir schildern? Ja, was soll ich malen? Ja, was muss ich da schildern? Bitte einen Traktor. Ein Trecker. Und sie hat eine Blume gemalt. Sie hat eine Blume getekent. Ich brauche die Blume nicht, ich brauche einen Traktor. So, wenn du etwas brauchst, als ich nodig heb, etwas, was du vernünftig mit Vernunft bekommen möchtest, was je auch mit Verstand zou willen krijgen, aber du möchtest etwas mit Feeling bekommen, also etwas, wo du Gefühle und Emotionen hast. Ook iets willen krijgen met gevoelens en emoties. De Gabe des Geistes, de Gave des Geistes, de Vrucht des Geistes, ist eine übernatürliche Manifestation, is een bovennatuurlijke manifestatie, indem die Gemeinde von Christus gegründet, en ook door de geformeerde gemeente, Kraft bekommen hat von oben. Kraft heeft gekregen van boven. Und wegen dieser Gabe. En vanwege deze gave. Bin ich heute da und ihr auch. Ben ik vandaag hier en jullie ook. Es wäre unmöglich gewesen. Het zou onmogelijk zijn geweest. Dass 11 Leute. Dat 11 mensen. Die keine Universität besucht haben. Die geen universiteit hebben bezocht. Keine Mittel gehabt haben. Ook geen middelen hebben gehad. Das Evangelium zu verkündigen. In damalige Zeit, ohne diese Kraft. Te verkondigen in de toenmalige tijd, zonder deze kracht. Wir haben die Feste heute Morgen ein bisschen analysiert. We hebben vanmorgen de verschillende feesten een beetje bekeken, geanalyseerd. Und ich will sie mal sehr kurz erwähnen. Ik wil zo kort even noemen. Aber auch die Erfüllung. En ook de vervulling daarvan. Das erste war Passafest. Het eerste was het Passafest. Und das ist erfüllt, indem wir teilhaben an Abendmahl. En dat is vervuld in die zin dat we deelnemen aan het avondmaal. Ich denke, das ist für uns klar. Ik denk dat is voor ons wel helder. Was das Volk Israel erlebt hat, als sie von Israel raus sind. Wat het volk Israel beleefd heeft toen het uit Egypte trok. Die haben mehr als 1000 Jahre das gefeiert, jedes Jahr. Die hebben meer dan 1000 jaar dit ook gevierd, elk jaar. Bis einmal Jesus Christus gesagt hat. Tot Jezus Christus zei. Seit lange wollte ich dieses Fest mit euch feiern. Nu wil ik dat feest met jullie vieren. Es war mit viel Emotion dabei. Dat waren veel emoties bij. Könnt ihr euch vorstellen, die Leute waren in einem Raum, vielleicht war Hitze dort. Kun je voorstellen, was een ruimte waar het erg warm es was. Kann sein, es war warm. Kan zijn dat het warm was. Und es kann sein, dass sie haben andere Gedanken gehabt. Misschien hebben ze ook andere gedachten gehad. Und auf einmal Jesus nimmt eine Hand, eine große Tuch so. En dan neemt Jezus een doek. Und fängt an, die Füße zu waschen. Er beginnt an, die Füße zu waschen. Was für eine Änderung vom Paradigma war das? Was ist das für Tegenstellung, was da gebeurt? Und er nimmt ein Brot, er bricht das Brot zusammen und sagt, das ist mein Leib. Und er bricht auch ein Brot und sagt, das ist mein Lichaam. Er hat gesagt, was ich jetzt mache, versteht ihr jetzt nicht, aber ihr werdet später verstehen. Was ich nu tue, begrijpen jullie nicht, aber jullie zullen es later begrijpen, was ich nu tue. Wie oft vergessen wir, was wir gegessen haben von 2 Jahren? Hoe vaak vergeten we niet wat we 2 jaar geleden hebben gegeten? Wie oft vergessen wir, was wir vor 2 Monaten gegessen haben? Oder 2 Tage? 2 Maanden of misschien wel 2 dagen hebben gegeten? Seit 2000 Jahren. Sinds 2000 jaar. Das Symbol von Abendmahl. Het symbool van het avondmaal. Bleibt als Kraft der Heilung und Errettung. Bleibt als Kraft, als Symbol für Kraft en Genezing. Für Millionen Redding. Christen. Voor miljoenen Christenen. Auch wenn sie die tiefe Bedeutung nicht genau verstanden ook haben. Als ze de diepe betekenis niet begrepen hebben. Was ich mache, hat Jesus gesagt. Wat ik doe, heeft Jezus gezegd. Versteht ihr später. Dat zullen jullie later begrijpen. Was glaubt ihr, Millionen von Katholiken? Wat denkt u, miljoenen van Katholieken? Jetzt ist über 1 Million. Dat is meer dan 1 miljoen. Aber im Laufe von Hunderten und Tausenden von Jahren. En ook duizenden jaren geleden. Mit reiner Gewissheit haben sie teilgenommen. Met goed geweten hebben ze daaraan deelgenomen. Mit reiner Herz und Verstand. Met rein hart en verstand. Dan komen die Calvinisten, die glauben total was anderes über Abendmahl. En dan komen die Calvinisten en die geloven iets heel anders over Abendmahl. Seit 500 Jahren komen die Protestanten, sie glauben total was anderes. Es ist ein Denkmal. En 500 jaar lang doen de Protestanten heel anders. Andere gedenkteken. Viele Leute haben nicht genau begreifen, was drin ist. Veel mensen hebben niet begrepen wat er precies in verborgen zit. Aber diese erste Fest, Passover heißt auf Englisch Passover. Passafest. Het eerste feest, Passover, het Paasfeest. Hat eine Kraft bis jetzt. Heeft de Kraft tot nu. Deshalb, ich möchte euch motivieren, die jüdische Feste zu studieren und die Anwendung zu wissen. Und daarmee kunnen we ook motiveren om deze feesten te bestuderen en ook de toepassing van. Und dann kommt die ungesäuerte Brot. Dan komt het feest van ongezuurde broden. Und der dritte kommt der
Erstlingen, was wir heute studiert haben. Erstlingen, das haben wir vormorgen studiert. Der vierte ist der Pfingsten, was wir jetzt gleich ein bisschen betrachten werden. Vier ist dann das Pfingsten, das gehen wir dus nu behandeln. Und wir haben noch drei. Dann haben wir noch drei over. Die Posaunefest. Das Posaunefest. Das ist erfüllt mit großer Erweckung in 1830 bis Milleritische Bewegung. Das ist in Vervulling gegaan vanaf 1834 und das Ontstaan von der Milleritischen Bewegung. Und seit dem Zeit befinden wir uns in die Versöhnungstag. Und sindsdien befinden wir uns in der Dag, in der Grote Verzoendag. Hochinteressant, bevor Jesus kommt in dieser Welt. Auch sehr interessant, was Jesus in dieser Welt kommt. Er möchte deine Sünde, dir eine Chance geben, gerettet zu werden. Er will auch unsere Sünde auch die Chance geben, um zu werden gerettet. Studiert bitte, wie hat das Volk Israel gelebt in die Versöhnungstag? Ga auch als liefde bestudieren, wie das Volk von Israel gelebt hat. Wo der Priester nur einmal in alle Heiligsten gegangen ist. Dag von der Versöhnung, dass der hohe Priester in das Heilige der Heiligen ist. Und wir wissen, dass jetzt Jesus ist für einmal und für immer. Einmalig in das Heiligtum des. Dass Jesus nu in het Heilige der Heiligen für uns ist. Der Unterschied ist. Het verschil ist. Der ist der Lamm. Hij is het Lamm. Das ist das Lamm Gottes. Dat is het Lamm Gods. Und er ist der Priester. En hij is de Priester. Nicht wunderbar, sowas zu glauben und zu wissen, dass Jesus für dich gestorben ist persönlich? Nicht geweldig, omdat weet dat Jesus persoonlijk voor ons gestorven is. Es ist nicht wunderbar zu wissen, dass Jesus seine Hände vor der Vater hochhält und sagt: Mein Blut, mein Blut, mein Blut. Es ist nicht geweldig, om te weten dat Jesus zijn hand omhoog houdt en zegt: Dit is mijn bloed, mijn bloed. Für meine Sünde und für deine Sünde. Voor mijn zonde en voor uw zonde. Deshalb die Feste im Alten Testament. Das Fest in das Alte Testament. Haben eine Projektion im Neuen Testament. Es ist eine Projektion in das Neue Testament. Wir brauchen eine Woche vielleicht ein Seminar zu machen, um sie zu vertiefen. Vielleicht haben wir eine Woche nötig, um das alles zu studieren und zu begreifen. Und der Harvest oder der Ernte ist das Tabernakelfest, also der Laubhüttenfest. Dann ist noch das Laubhüttenfest. Und das ist wirklich der letzte von der Feste, von sieben Feste von Alte Testament. Das ist auch das letzte Fest von diesem Alten Testament. Das ist übrigens auch ein Thema. Morgen haben wir alle Themas dieser Feste behandelt. Das Pfingsten. Das Pfingsten. Kommt von Griechisches mal oder ja in. Kommt von das Griechische. In Neue Testament, ne? In das Neue Testament. Heißt 50 heißt Penti. 50 heißt Penta. Und Pentecost, wie man sagt man auf Englisch, oder Pfingsten, ist eine Erfüllung und ganz, ganz genau 50 Tage später, ist auch Erfüllung, weil precies 50 Tage later, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist, Jesus der Himmel ist gefahren, er war 40 Tage auf dieser Welt noch, er war noch 40 Tage auf dieser Welt. Und in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 steht geschrieben, bleibt in Jerusalem. Und da steht auch in Handlungen 1, Vers 8, bleib in Jerusalem. Wie lange sollen die Jünger Jesus in Jerusalem bleiben? Wie lange sollen diese Apostel in Jerusalem müssen bleiben? Wie lange? Wie lange? Wer weiß? Wie weiß es? Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem wie lange? Bis ihr eine Kraft bekommt, indem ihr den Heiligen Geist bekommen werdet. Tot jullie die Kraft kriegen, Heilige Geist. Wie lange sind sie geblieben? Wie lange sind sie geblieben? 10 Tage. 10 Tage. Und da war genau 50. Und da war precies 50 Tage. Und dann ist der Heilige Geist ausgegossen. Und toen werd der Heilige Geist uitgegoten. Als Erfüllung von einer Prophetie von Joel. Als Vervulling von einer Prophetie von Joel. Ich lese nicht, wir kennen die Bibelstelle. Ich lese nicht, wir kennen die Texte in der Bibel. Es geht um Frühregen und Spätregen. Es geht um den Frühregen und den Spätregen. Die beiden Begriffe sind Begriffe von agrarischen Kalender in der jüdischen Kalender. Das sind Begriffe aus dem jüdischen Kalender, als es geht über den Landbau. Ohne diese Erfüllung. Sonder diese Erfüllung. Wäre nicht möglich, heute Christen zu sein. Sou es nicht möglich sein, um Christen zu sein. Ihr werdet eine Kraft bekommen. Jullie sollen Kraft kriegen. Aber was haben sie gemacht? Und was haben sie getan? Was haben sie gemacht? Was haben sie getan? Ist, was wir heute machen müssen. Das ist, was wir vandaag de dag moeten doen. In Chroniken. In Chroniken. Bitte liest das vorsichtiger. Ja. 7, Vers 14. Und mein Volk. Das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, indem sie beten, auf meine Angesicht suchen
und von ihren bösen Wegen umkehren, dann will ich von Himmel herhören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ich lese es in Nederlands. En mein Volk, over de welke mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij mijn Aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze Wegen. Zo zal ich uit de Hemel horen en hun Sünde vergeben en hun Land genezen. Was hat das Volk gemacht, bevor sie das? Was haben die junge Jesus gehabt, bevor sie das Frühregen bekommen haben? Was haben die Apostel getan, voordat ze deze Regen ontvingen? Der erste Schritt, was steht hier geschrieben? Was staat hier? Wenn mein Volk sich demütigt. Als het, zoals het ook staat, zich verootmoedigt en bidt. Is heute Demut modern? Is Demut verootmoedigt? Is dat modern? Schau mal bei einem Office, wenn die Frauen kommen, Kijk, bei der Arbeit. Kantoor, als Frauen naar het werk komen. Ich habe mit einer gesprochen und gesagt, es ist besser, wenn Frauen mit Männern in einem Komitee arbeiten und in einem Office, nicht nur Frauen allein. Als Frauen gemengt mit Männern werken auf Kantoor und nicht allein Frauen. Dann habe ich gefragt, warum? Dann habe ich gesagt, warum? Es ist die Spannung abgebaut. Sagen Dann wird die Spannung etwas verlagert. Die Männer schauen nicht unbedingt die Tasche. Die Männer, die kijken nicht was steht drauf geschrieben? Was steht drauf geschrieben? Auch nicht welche Uhr. Auf welcher Loge. Ob der Handy wirklich der letzte vor zwei Wochen ist. Ob das Mobiltje echt der letzte Mode ist. Ich will niemand jetzt zu nahe treten, wie man so auf Deutsch sagt. Was möchtest du? Zu nahe kommen. Ich will niemand echt beleidigen. Aber Demut ist kein Begriff mehr in der Gesellschaft. Aber Demut ist kein Begriff mehr in der Maatschappij. Ich wurde nach 10 Jahren, nachdem ich in Deutschland gewohnt habe, nach 10 Jahren, dass ich in Nederland, in Deutschland wohne, auf einmal sagt eine Rumäne, wie erlaubst du dich mit einem Seat zu kommen? Sagt der Rumän, wie kann ich dir permitieren, um mit einem Seat zu kommen? Ich habe die Frage nicht verstanden, mit was soll ich kommen? Ich habe die Frage nicht begrepen. Ich sagte, ich bin so begeistert von meinem Seat. Ich bin so enthusiast von meinem Seat. Er sagte, BMW oder Mercedes. Warum nicht BMW oder Mercedes? Ich sagte, für mich, das kommt nicht in Frage. Ich bin froh, dass ich 1000 Kilometer gefahren bin. Für mich kommt es nicht in Frage, weil ich 1000 Kilometer gefahren bin. Und er hat über 400.000 Kilometer. So schlecht ist er nicht, sonst wäre der Zahl von den Kilometern nicht da. Es ist 400.000 Kilometer auf Teller und er reist noch stets. Die Leute schauen, welche Auto du fährst. Die Menschen kijken, welke Auto ihr reist. Welche Uhr du hast. Welche Loge ihr habt. Welche Laptop du hast. Welche Laptop ihr habt. Welche Handy. Welche Mobiltje. Alles ist unter die Lupe. Alles wird unter ein Vergrootglas gelegt. Jetzt ist die Frage, ist etwas schlecht, dass wir das letzte Modell von der Sache haben? Ist es dann schlecht, um das letzte Modell von etwas zu haben? Gerade nicht. Just nicht. Abraham war reich. Abraham ist reich. Solomon war reich. Salomo ist auch reich. Es geht um die Einstellung zu um die Sache. Einstellung. Das ist wichtiger. Das ist belangreicher. Weil es kann sein, dass jemand vielleicht hat gar nichts, aber von Kleinigkeiten, der hat, er kann sich nicht trennen. Aber einige Menschen haben kleine Dingetjes und die können sich davon nicht, losmachen. Ja. Wie wir zu etwas relationiert sind, das ist wichtig. Waarbij je een relatie hebt, das ist belangrijk. Herr Jesus, was soll ich machen, um dir zu folgen? Herr Jesus, was soll ich tun, um dir zu folgen? Ein junger Mann. Ein junger Mann. Sagte, Jesus, halte die Gebote. Jesus sagt, halte die Gebote. Ich bin seit dritter Generation Juden. Ich halte sie, ich zahle sogar die Zente von ein paar Blätter Minze. Ja, ich bin auf der dritten Generation Jod und selbst in den kleinsten Blattjes. Alles habe ich gehalten, seitdem ich jung war. Sogar meine Eltern von Eltern haben gehalten. Ich habe alles precies getan. Ich habe mich overal gehalten, selbst die Ouders von meinen Ouders. Und was hat Jesus gesagt? Und was sagt Jesus? Dann verkaufe, was du hast. Dann verkauf, was du hast. Und folge mir nach. Und folg mir. Steht in holländischer Bibel, dass er Jesus gefolgt hat? Es steht in Nederlands Bibel, dass er Jesus heeft gefolgt. Ich habe bis jetzt in keiner Bibel gelesen. Ich habe es nirgends in der Bibel können lesen. Er hat seinen Kopf nach unten. Er ist Kopf nach oben neergebogen. Und er ist gegangen. Er ist betrokken. Er hat Jesus geliebt. Er hielt von Jesus. Aber sein Geld oder Eigentum hat mehr geliebt als Jesus. Er hielt mehr von seinem Eigentum als von Jesus. Steht nicht geschrieben, dass er das gemacht hat. Es steht nicht bei, dass er das getan hat. Zu Abraham hat Gott gesagt. Tegen Abraham heeft God gezegd. Neem deine einzige Sohn. Neem je enige Sohn. En jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Was? Aufpassen. En nu moet je goed opletten. Diejenige, die du liebst. Degene die je ook lief hebt. Dat is schon Emotionen hier. Dat is emotie hier. En bring ihm als Opfer. En breng hem als een offer. Von wem hat Gott mehr gefragt? Van wie heeft God meer gevraagd? Ganz logisch denken. Als je logisch nadenkt. Ein Haus zu verkaufen Ein Haus zu verkaufen oder deinen eigenen Sohn umzubringen. Je eigen Sohn um zu bringen.
die Attitude oder die Einstellung. Die Haltung, die Einstellung. Das ist getestet. Das ist getestet. Und hier kommt Hochmut oder Demut in Frage. Hochmut of Demut aan de orde. Wenn wir wollen den Heiligen Geist bekommen. Wir wollen den Heiligen Geist ontvangen. Und ich denke, wir wollen das. En ik denk dat we dat ook willen. Wir müssen uns demütigen von Hand Gottes. Wir müssen uns laten demütigen door de hand van God. Jesus sagt, lernt von mir, ich bin demütig in Herzen. Jezus zegt ook, leer van mij, ik ben demütig van hart. Waren die Jünger Jesus demütig? Waren die Discipelen van Jesus als Jesus die Füße gewaschen hat? Als hij de voeten van hun heeft gewassen. Welche Gedanken haben sie gehabt? Welke gedachten hebben ze dan gehad? Unsere Meister geht nach Jerusalem. Onze meester gaat naar Jeruzalem. Wo will er sich sitzen? Waar ga ik zitten? Auf dem Thron von Israel. Op de troon van Israël. Was werden wir machen? Wat zullen we doen? Premierminister sein. Erste Minister sein. Und wir werden die 12 Stämme Israel richten. Und dann gaan we wel even regeren over de 12 Stämme van Israël. Wir werden viel Geld bekommen. Und dann gaan we veel geld verdienen. Aber große Position noch dazu. Hoge baan erbij. Wir haben ein Problem. We hebben een probleem. Wer ist die Größte dann unter uns? Maar wie is dan de grootste onder ons? In dem Moment hat Jesus de handdoek genomen und die Füße abgetrocknet. Op dat moment heeft Jezus de handdoek genomen en de voeten van die personen gewassen. Ich denke, wir brauchen oder jeden einzige von uns möchte von Gott gesegnet. Ik denk iedereen van ons zou willen worden gezegend door God. Aber demut bedeutet. Maar demoedig, wat betekent dat? Die Abhängigkeit von Gott zu erkennen. De afhankelijkheid van God erkennen. Gott braucht nicht unbedingt unsere Erstlingen. God heeft niet per se onze eerstelingen nodig. Er braucht mehr. Hij heeft meer nodig. Unsere Herz. Ons hart. Unsere Liebe. Onze liefde. Weil Himmel und Erde gehört Gott. Want de hemel en aarde zijn aan God. Die God geboren heeft. De eerste punt om de Heilige Geist te bekommen is de Zustand zu verstehen, in dem wir sind. Der erste Punkt, vorwaar ist, wenn der Geist ontvangen ist, dann begreifen wir, dass die Notwendigkeit. Und die Notzaak. Der zweite Schritt ist, wenn mein Volk betet. Und der zweite Stab ist, als mein Volk bittet. Ich wurde eingeladen in einen Gebetskreis. Ich werde ausgenodigt von einer Gebetsgruppe. Von Pfingstgemeinde. Von der Pfingstgemeinde. Ich sagte, wann fangt ihr an? Ich sag, wann beginnen Juli? Sie haben gesagt, wir haben unser Gebet um 6 Uhr. Om 6 uur beginnen we. Wie lange dauert's? Hoe lang duurt het? Bis um 2 in der Nacht. Tot 2 uur 's nachts. Okay. Um was wird gebetet? 6 Stunden. Gebeten, zo'n uren. Um die Zunge des Heiligen Geistes. Von der Heilige Geist. Du kannst den Sabbat halten. Je kan de Sabbat houden. Vegetarisch zu bleiben. Vegetarisch zu bleiben. Ist wunderbar, wir erkennen dich, Daniel. Dat is prima, we erkennen dat. Aber du hast keine Kraft, Wunder zu tun. Maar je hebt geen kracht om wonderen te doen. Du kannst nicht die Zungengabe haben. En niet de verschillende talen spreken, de tongen spreken. Ich sage, ich spreche schon in 5 Sprachen. Ich kann nur 5 talen Nein, spreken. Nein, aber du brauchst die Zunge reden zu haben. Ja, je moet die in tongen leren reden en praten. Natürlich, ich bin zum Gebetskreis nicht gegangen. Natürlich ben ik daar niet heen gegaan. Aber nach Hause habe ich mich gefragt. En thuis vroeg ik me af. Wann habe ich letztes Mal 6 Stunden gebetet? Wanneer ik voor de laatste keer 6 uur gebeten? Schade kann ich sagen. Helaas kan ik zeggen. Noch nicht. Noch nicht. Was lesen wir über Luther? En wat lezen we over Luther? Was lesen wir über Ellen G. White? En wat lezen we over Ellen G. White? Was lesen wir über William Miller? Wat lezen we over William Miller? Was lesen wir über unsere Heiland Jesus Christus? Wat lezen we over onze Heiland Jesus Christus? Wie lange hat er gebetet? Hoe lang hebben zij gebeten? Die Bibel sagt ganze Nacht. De Bijbel zegt de hele nacht. Und in Johannes 17. En Johannes 17. Sagt Jesus, noch nicht mal eine Stunde könntet ihr wach bleiben mit mir zu beten. Je kunt niet eens een uurtje wakker blijven om met mij te bidden. Ohne das Gebet. Zonder het gebed. Können wir die Gabe des Geistes nicht bekommen. Kunnen we de gave van de geest niet ontvangen. Ohne Gottes Angesicht zu suchen. Zonder Gods aangezicht te zoeken. Können wir den Heiligen Geist nicht bekommen. Kunnen we de Heilige Geest niet ontvangen. Also diese sind die Schritte. Dat zijn dus de stappen. Und da steht geschrieben, und von ihren bösen Wege umkehren. En er staat ook geschreven van zich bekeren van hun boze wegen. Verlauf löschen. Verlauf löschen in Google ist leicht. Verlauf löschen. Oh, dus zoeken is wissen is in Google makkelijk. Wenn du in Internet unterwegs bist. Als je in Internet onderweg bent. Aber es gibt noch einen Computer hier. Maar er is nog een computer. Aber der schaut nicht nur was du gesprochen hast. Die ziet niet alleen wat je hebt gesproken. Nicht nur was du gemacht hast. Niet alleen wat je gedaan hebt. Sondern was du gedacht hast. Wat je gedacht hebt. Eine Stufe mehr. Ein Stapje mehr. Wenn ich jetzt Auto fahre und zu schnell bin. Als ik nu auto rij en te snel ben. Ich bin nur dann gestraft, wenn ich geblitzt bin. Ich bin alleen maar gestraft, als je wordt geflitst. Aber wie oft bin ich als Prediger oder als andere Kollege unterwegs? Und hoe vaak ben ik niet onderweg als Prediger of andere Kollege? Langsam, da ist ein Radar. Pas op, daar is okay. Een flitser.
Der Fuß ist automatisch nicht mehr so schwer. Der Fuß wird minder zwaar, die gaat omhoog. Der Bein geht von die Gaspedale. Der Fuß geht von der Pedal. Geht ein bisschen auf die Bremsepedale. Misschien ein bisschen auf die Rem. Und ist Kamera vorbei. Und dann ist die Kamera vorbei. Und dann geht es wieder auf die Gaspedale. Und dann geht das Gas wieder drin. Vielleicht in Auto hast du das nicht gemacht. In Auto habe ich das nicht gemacht. Aber jeder muss ein bisschen ehrlich mit sich selber sein. Man muss ehrlich sein bei sich selbst. Und fragt, ob er mit anderen Sachen nicht gemacht hat. Ob das nicht auch mit anderen Dingen so gebeurt. Ich habe viele Leute kennengelernt. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Und ich habe gefragt, welche Voraussetzungen habt ihr am 31. Dezember gemacht? Habe ich gefragt, von welchen guten Vornehmen habt ihr gemacht manche mit haben, Nieuwjaar? Manche haben gesagt, Schokolade weg. Sommigen zeggen, nou ja, geen chocolade meer. Zoveel suiker is niet gezond. Zoveel suiker is niet zo gezond. En hoe lang heb je dat gehouden? En hoe lang heb je dat volgehouden? Bis Mitte Januar. Tot half januari. Also, jeden Tag is een nieuwe Tag, een nieuwe Anfang zu haben. Elke dag is een nieuw begin. Wenn jemand sein Leben ändern will, als iemand zijn leven wil veranderen, er soll nicht bis 31 Dezember. Moet je niet wachten tot 31 december. Er kan heute anfangen. Je kunt vandaag ook al beginnen. Was interessant ist, dass Ellen DeWitt sagt, dass die Gabe des Geistes hat Gott gegeben und bleibt in dieser Welt. Interessant ist, dass Schwester White heeft geschrieben, dass diese Gabe auch in dieser Welt bleibt. Das Problem ist, wir nehmen sie nicht in den Anspruch. Maar het probleem is, wij nemen ze maakt daar geen gebruik van. Wie war damals die Manifestation von Heiliger Geist? Hoe was toen de manifestatie van Heilige Geest? Nachdem die Jünger gebetet haben, nadat de discipelen hebben gebeden, Ellen White sagt, dass es war eine harmonische miteinander. Dan was het een harmonisch met elkaar. Die Meinungsverschiedenheit waren weg. De meningsverschillen waren weg. Die Ambitionen, wer soll der Größte sein, waren weg. De ambities van wie zal het grootste zijn, die waren er niet meer. Und dann können sie sich synchronisieren. Und dann können sie auch synchronisieren, allemaal één stem, één richting. Und dann könnten sie diese Kraft von oben bekommen. Und toen konden sie auch diese Kraft von boven ontvangen. Und dann konnte Petrus, und dann kommt Petrus eine kräftige Predigt halten. Und eine goede preek houden. Was war seine Botschaft? Wat was zijn boodschap? Hat er Anekdoten erzählt? Heeft hij een leuk verhaaltje verteld? Nein. Er hat biblische Illustrationen erzählt. Hij heeft zijn bijbelse vergelijkingen verteld. Er hat erzählt, was passiert ist. Hij heeft verteld wat is gebeurd. Und hat eine kurze Botschaft gesagt. En heeft een korte boodschap verteld. Doet Buße und bekehrt euch. Doet Buße en bekeert u. Und jeder soll sich taufen lassen. En iedereen zal zich laten dopen. Wie viele Leute haben das angenommen? Hoeveel mensen hebben dat aangenomen? Drei? Drie? Oder vier? Vier? Oder 30. Of 30. Oder 13. Of 13. Wie viele waren? Hoeveel waren het? 3000. Wir sagen heute, du musst 3000 Bibelstunden geben. Vandaag zeggen we 3000 Bijbeluren geven. Um eine zu taufen. Om één iemand te dopen. Daarmee had hij één predik gehouden en had 3000 getauft. Nou, is één prediker die één uur houdt en 3000 zielen dopen. Waarom? En waarom? Es fehlt die Kraft des Geistes. Er ontbreekt de kracht van de geest. Und die Prophezeiung ist damals erfüllt, in Frühregen. Sie erfüllt. Und Ellen DeWitt sagt, es wird sich beenden in großem Maß als damals. Und das kann sich manifestieren in größerer Kraft als toen de tijd. Es gibt nur eine Frage, willst du dabei sein? Es ist eine Frage von, will je erbij sein? Es kann sein, dass wir die Generation sind, die wir das erleben. Das kann sein, dass wir die Generation sind, die das zal beleven. Ich weiß es nicht 100%. Ich weiß nicht 100%. Aber etwas bin ich sicher. Aber ein Ding weiß dass ich auch, wir die Generation sind, die wir das beschleunigen können. Wir sind eine Generation, die können beschleunigen. Heute ist die Zeit. Vandaag is de tijd. Dass die Ereignisse der Welt zeigen, dass Jesus kommt bald. Dass die Gebeurtenissen der Welt lassen sehen, dass Jesus spoedig weer kommt. Heute ist die Zeit, wo wir sagen, was passiert in dieser Welt? Vandaag is de dag dat we kunnen zeggen, wat gebeurt er in deze wereld? Es ist nur eine Gnade, dass der Krieg mit NATO nicht so weit ist. Das kann jederzeit, jeder Tag oder jede Woche kann etwas anderes sein. Het is een genade dat het niet zo ver is. Elke dag kan het veel slechter worden. So wie diese Pandemie die Welt geändert hat. Zoals deze pandemie deze wereld heeft veranderd. Und in paar Monaten 138 Nationen die gesamte Politik geändert haben. En dat in een paar maanden tijd 138 landen hele politiek hebben aangepast. Genau, so kann kommen, Sonntag ist der Ruhetag. Offizieller Sonntag ist Ruhetag. Zo kan het ook gebeuren dat opeens de zondag de officiële rustdag wordt. Glaubt ihr, dass jemand ist dagegen? Denkt dat iemand dat tegen is? Nee, die Leute warten dafür. De mensen die wachten erop. En genau de nächste Tag oder een paar Wochen sagst, nein, Moment mal, es gibt Leute, die das nicht mitmachen. Dan zijn, ja, na een paar weken dan komt ook naar boven, ja, er zijn mensen die willen dat niet doen. Dan sollen sie verfolgt werden. Dan moeten ze wel worden vervolgd.
Glaubt ihr, das ist möglich? Denkt ihr, das möglich ist? Das kann über Nacht kommen. Das kann sein, von Tag auf morgen. Und dann sagen, warum haben wir die Freiheit nicht wahrgenommen? Und warum haben wir dann die Freiheit, die wir erst halt nicht gebraucht? Und dann sagen sie, ups, wenn jemand andere Meinung hat, er darf keine Flugblätter verteilen. Oh, die andere Meinung heeft, ich kann geen Vogels mehr uitdelen. Der YouTube ist zensuriert und ist für dich nicht. Du hast keine Möglichkeit mehr, irgendetwas im Internet zu hochzuladen. Ja, und hochzuladen. YouTube-Kanal, ja, das passt auch nicht. Ja, das habe ich auch abgestoten. Dus heb je geen Möglichkeiten mehr, um es openbaar te maken. Ich meine das nicht als Bedrohung. Es ist nicht als eine Bedrohung. Sondern als Realität, die geschehen kann. Maar als Werkelijkheid, die kan gebeuren. So, die Zeit ist, dass wir die Lage wahrnehmen. So moeten we ook in deze tijd gebruik maken van de mogelijkheid die we nog hebben. Und wir wissen nicht, wie lange wir in dieser Welt noch haben. We weten niet hoe lang of hoeveel tijd we in deze wereld nog hebben. Etwas ist sicher. Maar één ding is wel zeker. Wir leben in Laodicea-Zustand. We leven in een Laodicea-Zustand. War die Laodicea als geistlicher Zustand blind? Was deze geestelijke toestand van Laodicea blind? Ich sage nicht ganz. Ich sage nicht helemaal. Aber warum heißt kaufe Augensalbe? Maar waarom staat er aan koop ogenzalf? Also Laodicea hat ein Problem, zichzelf zu schätzen. Laodicea heeft wel een probleem om zichzelf te kunnen inschatten. War die Laodicea arm? Was Laodicea arm? Warum heißt in der Bibel kaufe Gold? Waarom staat in de Bijbel koop goud? Was bedeutet Gold? Wat betekent dat, goud? Glauben. Geloof. Brauchen wir nicht Augensalbe heute? Hebben we vandaag dag ook niet Augensalbe nodig? Brauchen wir heute nicht mehr als je den Zustand zu verstehen, in dem wir sind und eine totale Änderung zu machen? Begrijp ook in de toestand waarin we zitten, waar we een totale verandering zullen meemaken of moeten doen. Denken wir, wir haben gute Kleider. Denken misschien hebben we mooie kleren. Und was sagt die Engel zu Laodicea? En wat zegt de Engel aan Laodicea? Kaufe Kleider. Koop kleren. Also, wenn wir den Zustand wirklich verstehen, als wij onze toestand werkelijk begrijpen, dass wir die Gerechtigkeit Christi brauchen, als wir de gerechtigheid van Christus nodig dass hebben, dass wir de Augensalbe, das ist wirklich der Heilige Geist, dat we Augensalbe, dat is de Heilige Geest, nodig hebben, dass wir Erfahrungen mit Gott brauchen, dat we Erfahrungen met God nodig hebben, weil Gold ist geleuchtet im Feuer, ist gereinigt, Goud is gelouterd door het vuur. Nur dann können wir die Kraft des Geistes bekommen. Dann können wir die Kraft von Gottes Geist empfangen. Wir sehen, dass wir predigen, viele Flugblätter werden verteilt und viele Video, YouTubes und Vorträge werden hochgeladen im Internet. Wir können sehen, dass doch viel Werk wird getan, Predigten werden getan, Videos werden auf Internet geplaatst. Es ist wunderbare Arbeit. Es ist sehr gut Werk. Damit diese Arbeit gesegnet wird. Sodat auch dit Werk kann worden gesegnet. Es ist nur möglich, wenn Gott die Arbeit segnet. Es ist allein möglich, als Gott dit Werk segnet. Der Herr helfe uns, dass diese Lektion von Pfingsten, God zal ook helpen dat we deze les van de Pinksteren. Wat in Apostelgeschichte geschreven is. Wat in Handelingen staat geschreven. In Apostelgeschichte 2, we hebben dat in Lektionen. In Handelingen 2 hebben we ook een les gehad. Dat een realiteit wordt in deinem Leben en in mijn Leben. Dat is een realiteit in mijn en in uw leven. In korte tijd. In korte tijd. Werden wir große Erfahrungen oder Ereignisse, besser gesagt, sehen in dieser Welt. Dan kunnen we grote gebeurtenissen in deze wereld zien. Die Frage ist, sind wir bereit? Die Frage ist, sind wir bereit? Sind wir so weit mitzumachen, in dem Sinne, dass Gott sagt, jetzt ist der letzte Botschaft für eine untergehende Welt? Sind wir auch bereit, um mitzuwirken an der letzten Botschaft für diese Welt? Ich denke, was Jesus gesagt haben, hat, dass die Arbeit ist groß und die Mitarbeiter sind weniger. Was Gott sagt auch, das Werk ist groß, aber das Anzahl Werkers ist klein. Das ist eine Realität. Das ist Realität. Und Gott braucht dich und mich für diese Arbeit. Gott hat u und mich nodig für dieses Werk. Der Herr helfe uns, dass wir wach sind. Mogen wir der uns helfen, dass wir wach sollen sein. Dass wir die Erfahrungen von früheren erleben. Dass wir auch die Erfahrungen von der frühen Regen sollen beleben. Damit wir bereit sein können, in die Erfahrungen von Spätregen zu kommen. Dass wir auch bereit sein, um auch die Spätregen zu können empfangen. Das ist mein Wunsch und Gebet. Das ist mein Wunsch und Gebet. Amen. Amen.